anders involvieren bei der neuen Runde Warfunder. Wieder mit dem Cobra King und Sven unterwegs, diesmal auf der Map, wo alles begonnen hat. Auf wieder sehr schönen Wüsten. Immer sehr viel genauso eine schöne Runde hinkriegen kann. Na, ja, vielleicht schaffe ich jetzt mal auch ein Paket zu machen, das wäre nice, wenn man aufpasst. Da ist sehr viel bei Arm. Ich werde mal lieber rechts in die Video fahren, das wollte ich sicher machen. Aber ins Bio und links. Ah, wir sind laut hier, stimmt, ich vergaß. Oh Gott, da hinten steht noch eine Acht, oder? Da hinten steht leider ganz schön viel. Oh Gott, verschossen. Ich war von oben her. Ich weiß gar nicht, von wo ich beschossen werde, ehrlich gesagt. Ach, von. Ach. Ich kann es da oben schießen, nicht an. Ach du Scheiße, das ist ein Jagdkonzert 4, da habe ich ja überhaupt keine Schnitte. Oh, da steht 288er, ja nicht. Ne, ich glaube beim Jagdpanzer überhaupt nicht, beim Jagdpanzer 4 gut. Ne, nicht mal mit meiner... Scheiße. Ja, mit meiner Hochdurchschlange. Ich gute Muni ist ja die andere. Komm, beweg dich doch da raus, dass ich ihn Daniel schicken kann. Kriegst nicht zufällig den Jagdpanzer 4 ins Visier, oder? Ne, gerade nicht. Ja, jetzt bin ich down. Oh Gott, ich hasse Japan sehr viel, wenn ich Cobra ringe. Ich habe keine Ahnung. Ja, da komme ich auch nicht durch. Eisradar schiebt GG, Alter. Ist der blöd? Du siehst doch in der Karte so gut wie alles, auf weiß nicht was für eine Entfernung, wenn du die große Bild hast. Wir hatten das geschrieben. Der mit dem seltsamen Pendel von hier, der hier ist wieder für den Der ist Rang 15. Also. Ah, der KVMP, der macht mich jetzt weg. Haben wir jetzt Unterstützung in der Hoffnung, um das zu helfen? Obwohl ich hätte eher versucht, mich vielleicht zu bekommen, wenn ich von der Seite. Hecht und Ladeschütze? Ja, ich bin auch, ich bin fast noch, ich fahre erst da hinten, ich bin noch lange nicht da. Ja, T-34, du hast verschossen, ich hab getroffen. Ja, ich werde bestimmt Geld verdienen. Ich hab nur noch 15 Granaten, das ist ungut. Ja, ich hab auch immer nur 30 oder 28 von Granaten, aber wo es eigentlich so egal ist. Also. Jetzt hab ich ihn. Ich verwechsel keine Sinnigkeiten, der kommt hoch. Da ist die 88, hab ich aber nicht beschützt. Kommt die 88 in meine Front? Ja, bestimmt ja. Schütze, Ladeschütze ist bei 29k weg. Jetzt muss ich erstmal meine Tür nachgehen. Da
Für mich hat irgendjemand die 29k rausgenommen, weil ich gerade echt Probleme mit der hatte. Und nehme jetzt den Gegner. Sowas ist auch wichtig, was ihr gerade gesehen habt. Wenn ihr einen Panzerer nicht erreichen könnt, dann einfach den Leber schießen, einfach und machen so viel ihr könnt. Wenn es gerade geht. Ich komme bei dem Churchill nicht durch. Ich hab gerade wieder verschossen. Fahrer ist weg und der brennt die Antwort. Der Churchill macht mir gerade mehr Angst. Richtschiff ist wieder weg. Fahrer, drei Leute sind noch da. Reißkette. Das Problem ist, um rauszufahren, um dir zu helfen, das könnte mich die... Ja, die 8-8 musste weg, weil die hätte mich voll beschissen. Ja, alles gut. Oh, Churchill. Ich halte ihn weiter unter Beschuss und da kommt der nächste Churchill schon. Ja, also Churchill ist ein Problem. Ich komme nirgendwo durch. Ich muss auf die andere Muni wechseln. Ich auch nicht. Warte. Kommandant weg. Nix. Okay, weg. Ja, danke. Ja, ich war, ich hab den Kommandant und sowas rausgeschossen, ich hab den ein bisschen gepiept. Ach, Schnee, zum Spawn will ich nicht nehmen. Wir müssen mal B oder C noch einnehmen. Wenn wir alle Punkte haben und die zurückdrängen, dann kann man gerne mal auf den Spawn schießen. Ich meine, das machen wir oben auf dem Kurs und dann lesen, wenn man wirklich am Arsch ist, okay, aber wenn noch Cap-Punkte sind, bleibt man gefälligst den Arsch zum Cap zu schicken und nicht zum Cap. Wie ist das? Also den Punkt, ja. Nicht die gleiche Base. Panzer 3M, komm raus, zeig mich. Steht hier. Noch ein Churchill. Aua, ja, ich bin am Arsch. Der hat den Richtschutz rausgeschossen, ja, und jetzt bin ich tot, weil jetzt der Panzer 3M ohne auf was macht. Komm, hilf mir, Kaufhäuser ist down. Ich hab ihm noch eine Bombe hingelegt, mal gucken, ob er wegkommt. Ja. Ja, nur ein Treffer, wir müssen bei ihm, oder? Der Kaufhäuser ist leben. Jetzt ist er da unten, nicht drum. Da hinten jetzt. Ja. Nummer 3 habe ich die Juma zum Brennen gebracht, meinen schönen Kaufhäuser. Der ist weg. Alter, ernsthaft, der Typ, der neben mir ist, der Kaufhäuser ist, der geht jetzt ernsthaft in ein Flugzeug rein, wenn vorhin ein Churchill steht. Will mich trollen? Ich brauche Hilfe, um den zu erledigen und der geht einfach mal schön bis in ein Flugzeug. Ja, geil. Das Problem, ich sehe gerade, ich habe auch nur noch 7 normale Schüsse. So, er hat gerade auf mich geschossen. Ich hab ihn. Jetzt ist er weg. Ich hatte ihn gerade noch was rausgeschossen. Na, wollen wir zu A oder was? Ja, ich muss mal kurz meine Kette noch. Ach, und mein Motor auch noch. Scheiße. 20 Sekunden. Ah, ich werde von links von Achilles geschossen. Danke. Das hat er gerade irgendeiner geschrieben. Bombing, Bombs, Perfect, X, bla 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 bla. Ich muss echt, ich hab nur noch 7 nochmal voll. Ja, toll, da muss ich auch. Ja. Alter, ich hab von der Hardding 22, von der durchschlagenden 22 Prinzipien. Mach ich lieber 10 von der normalen Muni mehr und dann davon gehen, weil ich so viel brauche ich im Leben. Würde mein 50er Kaliber noch gehen, würde ich auf die 50 schießen. Okay.
mal diesen scheiß Abschrauber. Ich find's aber geil, wie wenn man durch die Wüste fährt und so wieder zum Panzer zusammen. Ja, finde ich geil, ja. Mach Hammer aus. So, holen wir uns auf die Flak und dann müssen wir doch voll schubsen. Ach man. Was ist jetzt so? Ja, ich vergiss mal die ganze Zeit. Ich hab die ganze Zeit einen Abstauber. Ja, hinten sind wir im Notfall schnell drehen, falls was kommt. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Jetzt erkennt man gar nicht mehr, dass ich die Fahne raufgefallen drauf hat. Ach, da war eine Bombe. Scheiße. Ah, ich habe einen anderen Schirm schon, dass wir noch einen Tag drauf ist. Kuba Kuba ist ja schon gefallen, stimmt. Aber mit den dreckigen Panzern. Ja. Rammen. Hey! Den Dreck ein bisschen abgekratzt von der Seite. Ja, erster und zweiter Platz, läuft doch. Ja. Das siehst du schon, so wie der gute Laune. Man muss auch mal einfach Spaß Panzer fahren. Nicht immer nur hier. Ja, ja. Ja, ja. Ist ein guter Tipp, den ich jeden Fahrer gebe. Wenn ihr mal scheiß Runden habt, einfach mal Spaß Panzer auspacken, dann hat man auch wieder gute Laune. Und ich meine, wir waren gut, das kann man schon sagen. Gut, das war die Folge für. Das war erstmal die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.